Wie funktioniert eigentlich Abfallwirtschaft und Umwelttechnik in Deutschland? Am Freitag informierten sich Vertreter aus Russland direkt vor Ort bei Alba in Mahlsdorf, um mehr über Mülltrennung und Abfallwirtschaft zu erfahren. Die Fragen, die die russischen Gäste im Gepäck hatten, waren sehr konkret. Man ist sehr interessiert an dem, was wir tun, mit der Getrenntsammlung, mit dem Sortierprozess, über die Fraktionen, die wir erzeugen und was man aus den Fraktionen, die Sie hier im Hintergrund sehen, dann auch für Rohstoffe dann als Endprodukte erzeugen kann. In Russland findet nämlich gerade ein Umdenken statt. Nachhaltigkeit statt Wegwerfmentalität. Nicht nur deshalb kamen bereits am Vortag Vertreter der russischen Staatsduma, diverse Abgeordnete des Gebietes Leningrad und Gesandte russischer Firmen bei den Berliner Wasserbetrieben zusammen, um konkret zu erfahren, wie die Wasseraufbereitung in der Hauptstadt funktioniert. Berlin Partner hatte geladen und gerade den anwesenden russischen Politikern ist in den letzten Jahren bewusst geworden, wirtschaftlich umsteuern zu müssen angesichts wachsender Umweltprobleme. Vor 20 Jahren, als es mir gesagt wurde, dass in Japan Trinkwasser gekauft wird, fürs Geld gekauft wird im Supermarkt, da habe ich ja gedacht, oh, Sie haben ja nichts zu tun, deswegen kommen Sie, kaufen Sie ja da Wasser. Wasser kann man ja einfach nur aus dem Fluss nehmen. Und nun heute habe ich dasselbe Problem. Ich kaufe selber Trinkwasser im Supermarkt. Umweltschutz auch bei Alba in Mahlsdorf oberste Maßgabe bei der Abfallverwertung. Sicherlich auch, weil sich mit Abfall auch Geld verdienen lässt. Auf einer der modernsten Abfallsortieranlagen Europas wurde den Besuchern aus Russland gezeigt, wohin die Reise geht. Und auch in der russischen Politik setzt man deshalb auch hier wieder auf staatliche Regulierung. Der Staat sorgt dafür, dass die Unternehmer, dass die Hersteller, die im wirtschaftlichen Bereich tätig sind, so zielgerichtet arbeiten, dass der Umwelt so keinen Schaden zugeführt wird. In Berlin setzt die Politik übrigens auf Hilfestellung, um deutsches Know-how auch nach Russland zu bringen. Es gibt konkrete Programme, die Mittelständler in Anspruch nehmen können, um hier Unterstützung beim Eintritt in den russischen Markt zu bekommen. Die Tore sind geöffnet, in beide Richtungen übrigens. Und auch bei Alba verspricht man sich viel von dem Treffen am Freitag. Ich hoffe es. Die Führung, die wir hier machen, machen wir hier nicht zum Spaß. Und ich gehe mal davon aus, das Know-how, was wir hier in Deutschland haben, das auch auszurollen international, ist unser Anspruch. Berlin als Innovationsmotivator. Ein weiterer Erfolg für die Hauptstadt, die sich nun auch noch auszahlen muss.